Jo, servus Freunde, mein Name ist MTC und willkommen wieder mal zu einem neuen Real Talk Video auf meinem Kanal. So, dieses Mal in einer anderen Perspektive. Ich bin immer noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, krank. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein Video zu machen. Ich habe ungelogen noch 4 bis 5 Skripte auf meinem PC gespeichert, die ich einfach nur vertonen muss. Aber ich kann nicht, weil für die Skripte, die ich vertone, da brauche ich eine perfekte Stimme, ne? So, deswegen einfach mal wieder so ein Video, One Take, ne? Kennt man ja. So, warum eine andere Perspektive? Ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil ich es einfach mal so versucht habe. Ach, ich will einfach mal gucken, wie es so ist. Ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, auf meinen Bildschirm zu gucken, weil wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, dann sieht es so aus und das ist, naja, kennt man ja. Gut, im Titel steht eine Frage, denke ich jetzt mal. Warum machen YouTuber überhaupt Videos? Oder warum macht man YouTube? So, es ist eine ganz, ganz einfache und simple Frage, bei der die meisten sagen würden, ja, bist du irgendwie bescheuert oder so? Bist du, keine Ahnung, bist du gerade besoffen oder sowas? Bist du gerade bekifft? Das ist doch eine einfache Frage. Man macht halt Videos, weil es einem Spaß macht. So. Das Ding ist, es ist eine Frage, die habe ich so in einer Facebook-Gruppe gelesen und diese Facebook-Gruppe ist normalerweise, ja, da schüttel ich des Öfteren mal den Kopf bei gewissen Beiträgen. Aber bei dieser Frage habe ich mir wirklich gedacht, krass, warum mache ich überhaupt Videos? Ich meine, will ich das große Geld damit verdienen? Sicherlich nicht, weil, wie gesagt, ich mache jetzt schon aktiv seit 2010 Videos und, keine Ahnung, als kleiner YouTuber verdient man nicht die super großen Summen, sage ich jetzt mal. Warum mache ich dann Videos? Weil es mir Spaß macht? Ja, es macht mir Spaß. Es ist ein großer Teil meines Lebens geworden, ja. Ich kann, ja, weiß ich nicht, ich kann mich jetzt nicht irgendwie dran erinnern, dass ich je gesagt habe, okay, gut, ich lösche diesen Kanal jetzt, ich höre komplett mit YouTube auf. Immer wenn ich so ein Video gemacht habe, ich glaube, ich habe in meiner kompletten Laufbahn 2 oder 3 Videos gemacht, bei denen der Titel hieß von wegen, ja, Gründe, um mit YouTube aufzuhören oder keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, dies, das. Ich hatte zwar schon des Öfteren den Gedanken, YouTube einfach mal zu pausieren, aber noch niemals den Gedanken daran, das komplette Ding sein zu lassen, weil das ist einfach ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens geworden, ja, das ist ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es ist einfach so viel mehr als das im Prinzip. Ja, ich versuche jeden Tag Videos zu machen, interagieren mit meiner kleinen Fanbase, in Anführungszeichen, beziehungsweise Zuschauerschaft. Zuschauerschaft klingt einfach besser als Fanbase, sorry, ist so. Jetzt benutze ich dieses Wort, ist so auch, oh Gott, ich werde noch zu einem trendigen YouTuber. Nee, das Ding ist einfach, es ist viel mehr als ein Hobby oder einfach nur eine Leidenschaft, ja. Ich gucke zwar die ganze Zeit irgendwo anders dahin, aber man kennt es ja, ne? Ich bin generell eine Person, die ab und zu mal ein bisschen woanders hinguckt. Es ist einfach so eine Angewohnheit, ja. Ja, back to topic. Warum mache ich eigentlich YouTube? So, wie gesagt, es macht Spaß. Es ist für die Gegenwart, es macht Spaß. So. Okay, gut, ist in Ordnung. Aber ich könnte genauso gut Fußball spielen. Ich meine, Fußball spielen, ich hasse Fußball. Ob es jetzt Fußball spielen ist, Fußball im Fernsehen, WM, EM, Bundesliga, ist alles nichts für mich, ne? Aber Fußball ist halt auch so ein Hobby. Oder andere Sportarten. Serien gucken, Filme gucken, zocken, das sind alles Hobbys. Und diese Hobbys hat man, weil man in der Gegenwart, also sprich jetzt, Spaß dran hat, weil man es jetzt macht. Aber ich habe ein bisschen mehr nachgedacht, ja, ich habe ein bisschen tiefsinniger nachgedacht. Warum mache ich denn Videos für jetzt? Ich meine, selbst wenn ich in 10 Jahren noch Videos machen sollte und bis dahin noch nicht mal die 2000 Abos erreicht habe und ich immer noch klein bin und unbedeutend, ja, und damit kein Geld verdiene oder nicht viel Geld verdiene und total irrelevant bin, keine Ahnung, ja, und nicht zu dem Star werde wie die meisten großen YouTuber. Müsst ihr euch vorstellen, irgendwann 10 Jahre mache ich es immer noch, habe keinen Erfolg damit oder wenig Erfolg, sagen wir es mal so. Und da fragt man sich doch in der Gegenwart, also sprich jetzt, warum mache ich dann
YouTube. Ich meine, jetzt macht es mir noch Spaß. Was ist aber in 10 Jahren, wenn ich aufhöre? Als Beispiel. Lösche ich dann die Videos? Oder lasse ich sie auf meinem Kanal? So, ich meine, rein als Beispiel. Wenn YouTube wirklich bestehen bleibt und diese ganzen Videos kostenlos online bleiben, ich meine, die Zeiten können sich ändern, ja, in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder irgendwann nächstes Jahr, keine Ahnung, kann YouTube sagen, ey, wir haben momentan extrem viele Ausgaben und auch Verluste, wir machen es jetzt so, was weiß ich, pro Video verlangen wir jetzt, keine Ahnung, 10 Cent im Monat, dass es überhaupt online ist, so. Man weiß es nicht, ja, da gehen viele YouTuber auch hin und löschen die Videos, ja, ich meine, wenn es ein YouTuber 10, 1000 oder was weiß ich, wie viele Videos online hat, dann geht das auch irgendwann ins Geld, ne, so. Das Ding ist, wenn es wirklich so ist, so bleibt, wie es ist, ja, warum macht man dann jetzt YouTube? Ihr denkt euch gerade, ja, was laberst du, komm mal bitte auf den Punkt, ich meine, was meinst du gerade? Mir ist etwas eingefallen vorhin. Selbst wenn ich in 10 Jahren keinen Erfolg haben werde mit YouTube. Also quasi so, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Ja? So ein paar Zuschauer, ein paar Kommis, dies, das, jenes, ein bisschen Feedback, ein paar Likes und so weiter und so fort. Wenn es trotzdem so bleibt, das Ganze, so wie es jetzt ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, irgendwann in 10 bis 20 Jahren hinzugehen, selbst wenn ich bis dahin keine YouTube-Videos mehr mache, habe ich immer noch die Chance dazu, irgendwann mal, wenn ich meine Familie gründen sollte, was ich jetzt nicht glaube, ich meine, ich bin knapp 23 und bin momentan Single seit längerer Zeit, ich meine, das ist auch ganz gut so. Aber wenn ich irgendwann mal wirklich, gehen wir mal davon aus, dass ich optimistisch bin, was ich eigentlich nicht bin, sieht man ja schon an der Videoeinstellung, ja. Aber wenn ich wirklich irgendwann eine Familie gründe und in 10 oder 15 oder 20 Jahren keine YouTube-Videos mehr mache, weil es absolut out ist und ich gar kein Interesse mehr an dem Ganzen habe, einfach weil es vielleicht nichts bringt, weil das Hobby einfach, was weiß ich, mir keinen Spaß mehr macht, weil YouTube sich verändert hat, weil YouTube vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es einen neuen Trend oder so, was weiß ich, vielleicht gibt es irgendwann eine neue Seite, auf der man Videos, Bilder, Beiträge und so weiter veröffentlichen kann. Eine Seite, die dann irgendwann noch mehr Zuschauer oder beziehungsweise Follower erreicht als YouTube jetzt. Wenn es irgendwann mal so weit kommt und ich dann wirklich eine Familie gründe, aber keine Videos mehr mache, kann ich immer noch in 10, 15 oder 20 Jahren sagen, ey, ich habe eine Zeit lang, also ein paar Jahre lang, Videos gemacht fürs Internet, diverse Real Talks, sprich meine Meinung gesagt, Meinungsblogs, Set Stories, Creepypastas, sämtliche Arten von Vertonen und so weiter und so fort. Habe ich alles gemacht, habe ich alles hochgeladen. Gucken wir einfach mal rein. So. Und das ist einfach, also mir wurde es vorhin wirklich bewusst. Ich habe diesen Beitrag in dieser Gruppe gelesen. Ja, warum macht man eigentlich YouTube? Und irgendwann, also ich habe so ein bisschen geguckt, was die Leute geschrieben haben. Da haben wirklich ein paar Leute kommentiert. Ah ja, ich mache das halt, damit ich irgendwann vielleicht Erfolg habe und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann damit. Keine Ahnung. Es sind solche Kommentare, die sind, weiß ich nicht, solche Menschen. Also dieses Selbstbewusstsein von diesen Menschen hätte ich auch gern. Ich meine, so optimistisch kann keiner sein. Ja, die Leute haben nicht mal 50 Abos erreicht und sagen, sie wollen irgendwann davon leben. Ich meine, gut, Zeiten ändern sich. Man kann innerhalb von einem Tag irgendwie, was weiß ich, ja, 100.000 Abos machen, keine Ahnung, was weiß ich. Kann alles möglich sein. Aber das Ding ist wirklich, ich habe da ein bisschen durchgeguckt, was die Leute so geschrieben haben. Und da hat eine Person geschrieben, ja, damit später, wenn meine Kinder groß sind, damit die sehen, was ich so gemacht habe. So, diese Person hat, glaube ich, Gaming-Videos hochgeladen. Und im ersten Moment habe ich ein bisschen geschmunzelt. Ich dachte so, ja gut, ich meine, wer kennt's nicht, ne? Man macht Videos für die Zukunft, nicht für die Gegenwart, so. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir gedacht, warte mal, der Kerl hat gar nicht so Unrecht. Ich meine, abgesehen davon, dass mir YouTube jetzt Spaß macht, dass ich jetzt Videos mache und mit Leidenschaft, mit Herz und Seele wirklich dabei bin, ja, mit Herz, Seele und Verstand. Warum nutze ich dieses Hobby nicht dazu, dass ich irgendwann mal was hab? Weil ich bin ein Mensch, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich unterwegs bin, auf einer Veranstaltung, was sehr selten vorkommt, auf einer Party oder auf einem Familientreffen, na gut, streichen wir das Familientreffen, okay, streichen wir das. Das ist, ich bin nicht auf irgendeinem Familientreffen. Da findet man mich überhaupt nicht. So.
Freunde, wenn man Freunde trifft, ja? So ein Bekanntentreffen, ja? So ein Freundschaftstreffen, keine Ahnung. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin jemand, ich mache selten Bilder. Wenn ich mal so in der Phase bin, meist wenn ich alkoholisiert bin, dann mache ich 1000 Bilder. Das Problem ist, ja, das hat auch diese Generation Smartphone mit sich gebracht. Du kannst, wenn dir ein Bild nicht gefällt, nimmst du das Bild und löscht das Bild einfach. So, du löschst es einfach und dann ist es weg. So, das Gute an den Bildern früher war, du hast ein Bild gemacht, hast die Bilder, mir fehlt gerade der Begriff, ach, wie sagt man dazu? Ihr wisst, was ich meine. Du hast das Bild einfach machen lassen, ja? Du nicht ausdrucken, sondern, wie heißt das denn? Ach, was weiß ich, schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst, was ich meine, ja? Du hast dann, die ganze Scheiße bei einem DM oder bei einem anderen Drogeriemarkt, Schlecker oder sowas, hast du das Ganze abgegeben, bla bla, hast die Bilder abgeholt oder hast du geschickt bekommen. Und dann hattest du die Bilder schwarz auf weiß, ja? Oder in bunt, jedenfalls. Und du bist hingegangen, egal wie scheiße die Bilder waren, egal ob du da ausgesehen hast wie so ein Vollhorst oder ob du fett ausgesehen hast auf dem Bild, du hast die Bilder wirklich genommen, hast die in den Schuhkarton wahrscheinlich oder in der Kiste und hast sie, was weiß ich, einmal im Jahr rausgeholt und hast sie dir durchgeguckt mit irgendwelchen Leuten oder vielleicht alleine und hast geschmunzelt oder auch mal ein bisschen, ja, geguckt und hast gedacht, ja gut, das waren Zeiten, da war ich noch dünner oder da war ich noch dicker als heute, keine Ahnung. Und das ist einfach dieser Unterschied. Weil heute, und damit kommen wir wieder zurück zum Thema, heute ist es so, du hast die Bilder auf dem Smartphone und ich weiß nicht, wie ihr da seid in dem Punkt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin jemand, ich gucke mir die Bilder tagtäglich an, also was für Bilder habe ich auf der Galerie oder beziehungsweise in der Galerie, gucke ich die Bilder so durch und dann lösche ich einige davon, ja, so, und dann habe ich sie halt nicht mehr. So, aber ich lösche die halt nur, weil die mir in dem Moment nicht gefallen, so. Und zurück zu diesem YouTube, zu dem eigentlichen Thema des Videos. Egal wie schlecht ein Video ist, egal ob man da ausgesehen hat wie der letzte Horst, diese Videos bestehen einfach. Diese Videos sind da, ja? Diese Videos sind wirklich da. So, es ist jetzt zwar nicht etwas wie Bilder, ja? Weil Bilder hast du sicher. Wenn du die Bilder ausdrucken lässt, da hast du die Bilder so und so, ja? Es sei denn, du wohnst dann in Hamburg und irgendwelche Deppen zünden dein Auto an und du willst gerade über Nacht vielleicht die Bilder von A nach B transportieren oder hast du vielleicht im Auto vergessen und über Nacht ist dann irgendwie, weiß ich, so eine Demo und dann wird dein Auto angezündet und dann sind die Bilder halt auch futsch, ne? Ich meine, das ist ziemlich tragisch und auch ziemlich dämlich. Da geht nochmal Grüße raus an die ganzen Deppen von Hamburg, die das fabriziert haben, das Ganze, die dafür verantwortlich waren. Die seid in meinen Augen totale, ich habe dafür gar kein Wort mehr und mein Vokabular, was Schimpfworte betrifft, ist extrem lang. Und für diese Leute habe ich einfach kein Schimpfwort mehr übrig. Das Ding ist halt allerdings, um wieder auf das Thema zu kommen von diesem Video, diese Videos machen jetzt Spaß, man macht sie jetzt. Und selbst wenn man irgendwann keinen Erfolg damit hat, kann man wenigstens sagen, ey, ich habe da, keine Ahnung, 100, 200, 500, 1000, keine Ahnung wie viele Videos habe ich online, die sind immer noch auf dieser Videoplattform, die damals häufig genutzt wurde, also damals in Anführungszeichen, da gehst du irgendwann hin und sagst, ey, guck mal, da war ich 20 oder guck, da war ich 23 oder 25, da hatte ich noch ein Bart, da hatte ich noch, was weiß ich was, da hatte ich noch dicke Backen, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas. Oder da hatte ich noch eine Glatze, jetzt habe ich überhaupt gar keine Haare mehr, ne? Also eine Stoppelglatze. Und irgendwann sagst du, ey, ich habe gar keine Haare mehr, keine Ahnung, irgendwas halt. Wisst ihr, auf was ich hinaus will? Und darum geht's einfach. Diese Videos können auch irgendwann in der Zukunft hilfreich sein. Die einen oder anderen denken sich jetzt wahrscheinlich, was laberst du für ein Bullshit? Ich mache Videos jetzt und irgendwann, wenn ich mit den Videos aufhöre, keine Ahnung, lösche ich die Videos einfach, nehme sie offline oder whatever. Und das ist der Punkt, wo man sich mal ein paar Gedanken machen soll. Ich will dieses Video auch nicht in die Überlänge strecken, weil ich muss es noch fertig machen. Das wird aber erst irgendwann in der Früh kommen, keine Ahnung, gegen 10, 11, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich habe die Softbox angeschmissen, damit dieses Video wenigstens ein bisschen schön aussieht, ne, wenn ich schon die Kamera umplatziert habe. Habe mir auch was angezogen, einfach ein Shirt drüber gezogen, nicht, dass die Leute wieder denken, ja gut, der hat keine Kleider im Kleiderschrank. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Warum macht ihr Videos? Sagt ihr, ihr macht nur Videos für jetzt, weil es jetzt Spaß macht und irgendwann, wenn es aus und vorbei ist, existieren die Videos nicht mehr, weil ihr sie löscht? Oder sagt ihr, nee, diese Videos, die haben irgendwie, weiß ich nicht,
Kann man auch da lassen für irgendwann später, für die Zukunft. Sagt ihr, nee, MT, die Idee, die du da gehabt hast, von wegen, ja, dass du irgendwann mal die Videos noch hast in der Zukunft, generell die Idee ist scheiße, du bist nicht mehr ganz dicht. Oder sagt ihr, ja, doch, ist eine schöne Idee, klingt gut eigentlich, ne? Klingt nach einem Plan, ja. Weiß ich nicht, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommis, lasst uns ein bisschen drüber reden. Diese Softbox ist extrem heiß und hier im Zimmer ist es schon extrem heiß, ich meine, Hashtag Dachgeschoss. Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag Dachgeschoss, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Entschuldigt meine Stimme. Ich weiß nicht, an was es liegt. Meine Nase ist dicht. Ich nehme Tabletten gegen die Allergie. Und weiß ich halt nicht, ne? Meine Nase ist immer irgendwie, weiß ich nicht. Ich klinge ein bisschen nasal, deswegen nehme ich auch keine Skripte auf. Ich will nicht mehr weiterlabern. Gibt's noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Wie gesagt, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Thank you for watching. Und dann will ich sagen, mach's nicht gut, mach's besser, hau da rein, aber nicht zu fest, sonst kommt die Hitzewelle und ihr bekommt einen Hitzeschlag oder einen Sonnenstich, je nachdem. Und dann würde ich sagen, bis dann.